Wir sind hier an einem Synchrotron. Da werden Elektronen beschleunigt und auf eine Kreisbahn gebracht. Und dadurch wird sehr intensive Röntgenstrahlung erzeugt mit sehr guter Qualität. Wir haben hier in Karlsruhe den großen Vorteil, dass wir ein Synchrotron vor Ort haben am KIT, wodurch deutlich flexibleres Arbeiten auch möglich ist. Hallo, ich bin Rebecca Spieker. Ich bin hier am KIT Postdoc und ich beschäftige mich mit Röntgenmikroskopie. In der Röntgenmikroskopie schauen wir uns kleinste Proben an. Dafür benutzen wir verschiedene Methoden, die Röntgenstreuung, Fluoreszenz, Spektroskopie. Und ich beschäftige mich mit der Bildgebung. Macht mir viel Spaß, weil man vielfältige Bilder aufnehmen kann und direkt ein visuelles Ergebnis erhält. Und ich finde auch, dass die Physik der Wellenoptik sehr elegant ist. Ich habe nach dem Abi geschwankt zwischen Medizin und Physikstudium, habe mich dann für Physik entschieden, weil man dort mehr noch Zusammenhänge verstehen muss und nicht nur einfach viel auswendig lernt. Ich habe mich im Studium eigentlich immer gut unterstützt gefühlt. Ich habe natürlich von den Förderprogrammen für Frauen auch profitiert. Zum Beispiel fand am KIT die Physikerinnen-Tagung letztes Jahr statt. Ja, es fühlt sich auf jeden Fall besonders an so einer großen Maschine experimentieren zu dürfen. Der Ansatz in meiner Arbeit war, einerseits Phasenkontrast auszunutzen, also die Welleneigenschaften von Röntgenstrahlen, und andererseits photonzählende Detektoren zu benutzen. Diese Detektoren haben sehr hohe Effizienzen von fast 100%. Und um mikrometerhohe Auflösung zu erreichen, kann dann das Röntgenwellenfeld durch Kristalle vergrößert werden. Das ist dann ein sogenannter Bragg Magnifier. Durch die Methode, die ich weiterentwickelt habe, konnten wir uns zum Beispiel parasitäre Erzwespen anschauen. Und diesen Schlüpfvorgang konnten wir jetzt über 30 Minuten lang beobachten, was vorher bisher nicht möglich war. Wir sind hier ein interdisziplinäres Team. Wir haben Biologen, Physiker, Computer Scientists. Und während so einer Experimentierzeit, die wir auch Strahlzeit nennen, arbeiten wir meistens nicht alleine, sondern im Team, um auch die Zeiten nachts möglichst gut ausnutzen zu können. Ich würde mir wünschen, dass Mädchen noch mehr und frühzeitig mit Technik und Wissenschaft in Kontakt gebracht werden, um so ihre Neugier zu fördern und die Hemmschwelle zu senken. Geh deinen Weg und hab Spaß an der Sache, denn Wissenschaft macht Spaß.